Ganz herzliches Willkommen an alle von mir. Ich bin Mareike Wittler vom Goethe-Institut in Dänemark. Und wie man, glaube ich, an dem Bild hier auch ganz gut sehen kann, wo so ganz groß Vorzeichen an der Seite steht, ist das die erste Veranstaltung heute in unserer neuen Veranstaltungsreihe Vorzeichen. Ein Projekt, was wir Goethe-Institute in Nordwesteuropa dieses Jahr eingeläutet haben, um uns ein bisschen kritisch mit dem Kanon zu beschäftigen. Das allerdings nicht auf die Art und Weise zu tun, dass wir einen Gegenkanon erstellen wollen, sondern vor allem mit dem Fokus auf dem Lesen als machtkritische Praxis. Und wir freuen uns ganz besonders sehr, dass wir für unser Projekt die Kuratorin Maha El-Hissi gewinnen konnten, die heute auch noch ein bisschen mehr zu dem Konzept der Reihe erzählen wird. Aber jetzt wird meine Kollegin Christiane erstmal ganz kurz Maha ein bisschen näher vorstellen. Ja, genau. Ich bin Christiane Lausen vom Goethe-Institut in Stockholm und freue mich sehr, dass ich Maha vorstellen darf. Maha ist freie Literaturwissenschaftlerin und Kritikerin. Sie hat deutsche Literatur in Kairo, in München und in London gelehrt und sie verfasst Kritik für Deutschlandfunk Kultur, für die Taz und für die Berliner Zeitung. 2012 ist ihr Buch erschienen über Karneval. Entschuldigung. Das musst du mir noch mal sagen. Ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Ein bisschen Also, über die Komik der Migration, sage ich jetzt mal ganz einfach. vielen Dank. Genau. Alles Und bald Thema. erscheint eine Anthologie von ihr über Kunst und Literatur der sogenannten Gastarbeit. Und damit übergebe ich an dich, liebe Maha. Okay, dann sage ich jetzt erstmal Hallo noch einmal an alle zu Hause weltweit und als allererstes ein Dankeschön an Mareike, an Goscha und an Christiane. Jetzt in den Goethe-Instituten Schweden, Dänemark und England, die das Ganze ganz toll begleiten und mich auch mit meinen Überlegungen immer betreuen. Und das danke vielmals auch dafür, dass ihr die E-Mail-Monologe mitlest, in denen ich Überlegungen zur Kuration und zur Konzeption der nächsten Lesungen teile. Es macht echt sehr viel Spaß, da mit euch zu arbeiten. Ich bin sehr, sehr froh, dass es heute losgehen kann. Sag vielleicht ein paar Worte zum Projekt. Das Ganze fing offiziell im Januar an. Die erste Phase war mehr so eine konzeptionelle Phase, in der ich einfach geguckt habe, was will ich denn machen? Das Projekt ist als Kanonkritik, wie Mareike gesagt hat, ins Leben gerufen worden. Und dem Ganzen lag eine Umfrage zugrunde, die die Goethe-Institute durchgeführt haben in Nordwesteuropa. Die Umfrage ging raus an Verlagshäuser, an ÜbersetzerInnen, an Universitäten. Es ging um die Frage, was wird gerade gelesen, aber auch um andere Fragen. Das hat mich auch besonders interessiert, jetzt nicht nur die Frage nach dem Kanon, sondern welchen Kanon exportiert Deutschland ins Ausland. Ich hatte auch ein bisschen damit zu tun, als ich im Ausland gelehrt habe. Und ich habe dann selber gedacht, Kanonkritik gibt es ja eigentlich immer wieder und oft. Was könnte ich denn vielleicht ein bisschen anders machen oder wie könnte ich dann den Fokus legen? Und habe bei der Konzeption beschlossen, vielleicht geht es jetzt erstmal auch neben den Fragen, wen und was, auch um die Frage, wie wir lesen. Und habe gedacht, vielleicht kann man ein bisschen gucken, wie machtkritisches Lesen aussieht. Das ist jetzt auf der Theorieebene. Wir werden insgesamt gucken, wie das alles im Laufe der Reihe läuft, die bis Ende des Jahres geht. Ich habe jetzt neulich noch in meinen Notizen, es gab nämlich eine Ausschreibung für diese Kurationstätigkeit im Herbst, auf die ich mich beworben habe. Und ich habe in meine Notizen nochmal reingeschaut und habe mehrfach gesehen, wo ich überall den Namen Nejati Üzeri in den Notizen stehen hatte. Tatsächlich während der Konzeptionsphase, ich habe so in einem Brainstorming für mich überlegt, was möchte ich denn als Teil meiner Bewerbung machen? Und habe gesehen, dass ich immer, um Beispiele zu geben, wie das alles funktioniert oder um Überlegungen einzubauen, gab es immer wieder in den Notizen Nejati Üzeri. Im Dezember, so kurz vor Ende des Jahres, als man denkt, okay, das Jahr bringt jetzt nichts mehr Neues, kam doch eine Einladung zu einem Interview mit Mareike, Christiane und Goscha. Und ich werde da nicht viel verraten, das Ganze wird heute ja aufgezeichnet, aber ich weiß noch, dass ich bei einigen Fragen auch gesagt habe, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Nejati Üzeri mit einer Lesung diese ganze Reihe eröffnen würde. Und habe auch noch einmal gesagt, aus welchen inhaltlichen und theoretischen und konzeptionellen Gründen
die es aus meiner Sicht sehr gut, einfach ein Gewinn für die Reihe gleich von Anfang an sein kann. Dass es heute tatsächlich so aussieht, wie ich es mir alles gewünscht habe, ist für mich einfach ganz toll. Und ich möchte dich, lieber Nejati, damit auch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und möchte dir noch einmal danken, dass du die Einladung angenommen hast und heute hier bist. Vielen Dank. Ich freue mich total. Voll schön, dass ihr an mich gedacht habt und mich eingeladen habt. Ich bin echt gespannt. Nejati, ich möchte dich gerne vielleicht am Anfang kurz vorstellen. Du bist im Ruhrgebiet geboren und zwar genau am Tag, als die Atlantis OV 104 zur 27. Space Shuttle Mission der NASA startete. Das habe ich mir jetzt nicht alles ausgedacht, das steht tatsächlich im Internet, teilweise unter deinen Biografien. Nejati, du magst nämlich neben Kälte und Laktose auch keine Kurzbiografien. Erlaube mir bitte, dass ich trotzdem zur Einführung ein paar Worte zu deiner Person sage. Du lebst in Berlin und bist heute Abend, glaube ich, auch von Berlin dazugeschaltet. Du schreibst Theaterstücke für das Maxim Gorki, für das Nationaltheater Mannheim und für das Schauspielhaus in Zürich. Und du warst Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung und hast auch an der Ruhr-Universität Bochum formale Logik unterrichtet, bis du irgendwann festgestellt hast, mit Logik kann man die Welt nicht gut erklären oder beschreiben. Und du bist auch Kurator. Du kuratierst die Reihe Poetic Justice. Und im Jahr 2021 hast du in Klagenfurt den Publikums- und den Kehlert-Preis beim Bachmann-Wettbewerb für einen Auszug aus dem Roman Vater Mal gewonnen. Der Roman ist im August 2023 erschienen und sehr schnell danach stand das Buch erstmal auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und dann auf der Shortlist. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass wir heute erstmal ein bisschen über das Theater und dann über Vater Mal sprechen. Du hast ja, oder ich kannte auch den Namen Vater Mal als Person, als Theaterautor, der die kanonische Texte neu dichtet, neu für das Theater dichtet. Es gibt von dir, von Schiller, von Kleist und neulich auch von Richard Wagner eine ganz neue Idee, ein ganz neuer Text, mit dem die alten Texten einfach dann auf der Bühne noch in ganz anderer Form erscheinen. Kleists Verlobung in Santo Domingo zum Beispiel hast du für das Schauspielhaus Zürich neu geschrieben. Das war 2019, wenn ich das richtig weiß. Ja, das war eine Koproduktion, Zürich Gorki. Okay, Zürich Gorki. Ja. Und jetzt neulich, tatsächlich vor knappen 2 Monaten, war die Premiere von Richard Wagners Der Ring des Nibelungen im Schauspielhaus Zürich. Vor Auch 2 Jahren, knapp 2 Jahren, nicht 2 Monate. Jahren. Ich dachte, ach so, das heißt, aber jetzt im Januar lief das nochmal. Nee, eigentlich nicht. War das abgespielt irgendwann im letzten Sommer, glaube ich. Ich hatte da nochmal die eine oder andere Lesung dort. Und ich glaube, jetzt zum Spielzeitende wird es nochmal irgendwie ein Event geben. Aber das Stück an sich ist, glaube ich, so seit dem Sommer ungefähr. Okay, weil ich Genau. habe dann Ja. tatsächlich neulich noch einmal was darüber gelesen und wollte dich erstmal, das passt ganz gut zur Reihe, einfach fragen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie ganz grob verschiedene Möglichkeiten, wie mit Kanonkritik umgegangen wird. Einige halten ganz fest am Kanon und wollen den weiterlesen neben anderen Texten. Andere sagen, es gab in Hamburg im Theater Kampnagel vor 4 Jahren die Veranstaltung Vater Canon. Also es war so eine performative Art, den Kanon einfach zu entsorgen, sozusagen. Wir brauchen keinen Kanon, wir möchten etwas losgelöst davon über Literatur sprechen. Und es gibt dann auch eine Möglichkeit, dass man sagt, nee, wir wollen diese Beziehung zu den alten Texten noch beibehalten, aber vielleicht aus heutiger Sicht eine ganz andere Perspektive darauf. Ja. Und ich wollte dich fragen, wie du generell zu diesem großen Thema Kanonkritik stehst, was die Praxis betrifft. Wie betreibst du denn Kanonkritik? Ja, gute Frage.
Wir haben ja ein bisschen Zeit, ne? Das heißt, ich kann ein bisschen ausholen. Also ich teile natürlich sozusagen die Kritik am Kanon in dem Sinne, als dass der Kanon Machtverhältnisse reproduziert, oft auch sozusagen dekoloniale und eurozentristische Perspektiven dem Kanon oder kanonischen Werken innewohnen. Und. Ich muss das jetzt nicht alles sozusagen, all die Ismen, die sozusagen diese Werke, all die Ismen, die sozusagen diesen Werken innewohnen, sind da natürlich immer noch irgendwie drin. Und das eine ist sozusagen den Kanon behalten, irgendwie mit so einer archivarischen Funktion als irgendwie Zeitzeugnisse oder so. Das kann man von mir aus machen oder nicht. Aber für mich sozusagen als Künstler und in dem Fall so als Theatermacher oder als Dramatiker ist natürlich die entscheidende Frage, was erzählen diese Texte hier und heute? Was haben die mit mir zu tun? Also wo haben die sozusagen über ihre Zeitzeugenschaft hinaus noch eine wichtige Funktion? Und was ich damit auch meine, ist sozusagen nicht nur diskursiv oder intellektuell, sondern mein Anspruch an Kunst ist immer, dass es körperlich was mit mir macht. Dass es sozusagen mich auch emotional abholt, wenn man so möchte. Also es ist wirklich, dass ich wirklich das Gefühl habe, das hat was mit mir zu tun. Jetzt ist es im Theater nun mal so, dass der Kanon eine leider immer noch sehr wichtige Rolle spielt, aber in einer Form, die oft Neuinterpretation kanonischer Texte bedeutet. Das ist, ich glaube, weil wir ja auch sozusagen auf internationalem Parkett uns bewegen, eine relativ deutsche Geschichte, würde ich mal vermuten. Wobei ich nicht so genau weiß, wie es in vielen anderen Ländern ist. Im angelsächsischen Raum ist es vergleichbar, ähnlich. Aber trotzdem ist sozusagen das deutsche Regietheater hat schon die besondere Vorstellung, dass es immer um eine Interpretation geht. Es geht nicht so sehr um das Was, es geht sehr viel um das Wie. Wie wird ein kanonischer Text auf die Bühne gebracht und so weiter und so weiter und so weiter. Und es bringt natürlich gewisse Ausschlüsse mit sich, weil wenn es immer darum geht, zum Beispiel ein, weiß ich nicht, Werk von Schiller neu zu interpretieren, vielleicht sogar zu dekonstruieren, dann brauche ich natürlich, das ist voraussetzungsreich, weil ich dann ein Publikum brauche, was das Werk von Schiller kennt und die unterschiedlichen Interpretationen sozusagen erkennen und auch eine Lust daran empfinden kann, sozusagen die zu sehen. Ich kann das Wie ja nur genießen, wenn ich nicht die ganze Zeit mit dem Was beschäftigt bin. Und das führt dann natürlich dazu, dass wir ein Publikum haben, das sehr oft das Gefühl hat, oh, ich muss ganz schnell noch mal den Wikipedia-Artikel lesen, worum es geht, bevor sie ins Theater gehen. Und es führt auch dazu, dass wir ein Abo-Publikum haben in Deutschland, weil das natürlich ein gewisses Blicktraining schon hatte und so weiter und so weiter und so weiter. Kurz, es bringt sehr viele Ausschlüsse mit sich. Abgesehen von der Tatsache, dass diese Texte sehr oft natürlich in einer Zeit geschrieben sind und damit Machtverhältnisse produzieren, die unserer heutigen Gegenwart überhaupt nicht mehr gerecht werden. Ja, also ganz platt, Schillers Räuber. Was ist denn der Kern? Also der Kern dieses Textes, der sozusagen der Konflikt, der Motor. Naja, der Erstgeborene erbt alles, der Zweite nichts. Aber das ist heute nicht mehr so. Also wir haben sozusagen sehr oft im Kern Probleme, die gar nichts mehr mit unserer heutigen Realität zu tun haben. Diese Texte sind teilweise für ganz andere Bühnen, ganz andere Architekturen, wenn wir an die Antike denken, geschrieben worden und so weiter und so weiter. Und dann lesen wir natürlich in den ganzen Programmschriften der Theater, ach, wie aktuell das alles noch sei, als wäre es nicht schon entlarvend, dass man es da hinschreiben müsste. Und so weiter und so weiter. Und mein Zugang, ich habe versucht sozusagen irgendwie nicht zu sagen, ah, einfach weg, weil ich glaube, das geht nicht. Ich glaube nicht, wir können Tabula Rasa machen. Ich glaube nicht, dass wir so eine Form von Unlearning betreiben können, die einfach sozusagen alles löscht. Gleichzeitig habe ich aber auch keine Lust, diese Texte einfach sozusagen weiterzuspielen und in dieser Form von Dekonstruktion und so weiter einfach weiter auf die Bühne zu bringen. Und weil ich eben nicht Autor bin, der nicht nur sozusagen Lust daran empfindet, irgendwie, mich interessiert schon, was wird da gesagt, was wird da erzählt, was ist die Geschichte. Und
Und mich, also sozusagen, ich kann vielleicht aus einer Regieposition heraus verstehen, warum das für mich als Regisseur irgendwie besonders spannend ist, meine Interpretationsleistung irgendwie jedes Mal zu zeigen. Für mich als Publikum sozusagen ist es aber dann eine ziemliche Ego-Nummer, wenn ich ehrlich bin. Und insofern habe ich gedacht, na, statt zu versuchen, der klassische Weg, by the way, vielleicht muss ich das auch noch vorweg sagen, der klassische Weg ist ja die Überschreibung. Das wird ja sehr viel gemacht. Dass man sozusagen Texte holt und irgendwie von GegenwartsautorInnen überschreiben lässt. Man holt die ins Heute. Ganz platt, weiß ich nicht. Schillers Räuber spielen in New York oder so. Wurde alles schon gemacht. Ne? Oder Der Ring des Nibelungen spielt in einer Irrenanstalt in Berlin. Keine Ahnung, irgendwie solche Sachen. Man holt es sozusagen, man aktualisiert die Sprache, wie auch immer. Und das ist sozusagen, das hat. Darunter liegt ein affirmativer Zugang, nämlich wir finden die Texte toll und versuchen die ins Heute zu holen. Mir liegt dieser affirmative Zugang zum Kanon fremd, wenn ich ehrlich bin, oder fern. Ich mache es genau andersrum. Ich suche mir Texte, von denen ich das Gefühl habe, die sind eigentlich im Kern total problematisch, weil sie sexistisch sind, weil sie rassistisch sind und so weiter und so weiter und so weiter. Gut, ich suche mir eigentlich so die größten Arschlöcher, die ich finden kann. Wagner, Kleist und weiter. Und dann schaue ich, nein gut, die sind jetzt halt da und die haben sich in unser kollektives Bewusstsein eingeschrieben. Die werden in den Schulen gelehrt, die kommen vor sozusagen in den Lehrplänen der Universitäten, die werden an den Theatern rauf und runter gespielt. Die sind also irgendwie da. Was kann ich denn jetzt sozusagen machen? Wie kann ich denn subversiv intervenieren? Und was ich tue, ist sozusagen dann, ich nenne das die Korrektur oder der Widerspruch. Und die Korrektur ist sozusagen was anderes als eine Überschreibung. Wenn man jetzt super dialektisch ist, dann wird man natürlich sehen, dass jede Überschreibung immer auch ein bisschen eine Korrektur ist und jede Korrektur immer auch ein bisschen eine Überschreibung. Aber ich lasse jetzt diese ganzen dialektischen Schleifen jetzt mal weg. Die modellhafte Gegenüberstellung macht es, glaube ich, leichter. Und sozusagen das eine versucht, den Text ins Heute zu holen, versuche ich heutig auf diesen Text zu gucken. Und das mache ich, indem ich erstmal relativ handwerklich, wenn man so möchte, mir anschaue, was sind eigentlich sozusagen die Machtverhältnisse, die in diesem Text vorkommen? Ich gucke mir also an, welche Figuren sind die Hauptfiguren und welche Figuren sind nur die Randfiguren? Welche Figuren haben eine Tiefe, eine Komplexität, eine Psychologie, eine Motivation? Welche Figuren sind nur repräsentativ dafür, ein Gender, ein Race, wie auch immer, sozusagen für eine bestimmte Klasse, keine Ahnung. Meistens ist es ja dann so, dass wir feststellen, dass es immer die Frauenfiguren sind, sozusagen die Randfiguren. Nicht immer, aber oft. Aber man kann sich das so auch unter anderen Gesichtspunkten angucken. Wer stirbt am Ende? Wer kriegt wie viel Screentime? Wem wird wie viel Aufmerksamkeit gewidmet? Wer hat eine Backstory? Wer nicht? Welcher Charakter ist komplex? Wer und so weiter und so weiter und so weiter. Das sind alles Fragen, die ich mir stelle. Und dann versuche ich habe da so eine kleine eigene Poetologie, ich nenne das immer Operation. Versuche ich mit möglichst wenig Operationen die Geschichte nochmal zu erzählen. Ich hole die also nicht ins Heute. Meine Verlobung in Santo Domingo spielt nach wie vor 1811 auf Haiti und so weiter und so weiter. Aber was ich versuche ist zu gucken, was wird nicht erzählt? Was ist die Kehrseite der Geschichte? Ich schaue mich immer um und sage, wer ist nicht da? Wer kommt nicht vor? Und warum eigentlich? Und wer hat keine Motivation? Und wer ist nur irgendwie Opfer der Geschichte und so weiter und so weiter? Und da gehe ich rein. Und dann schreibe ich sozusagen die Geschichte nochmal, aber aus der Perspektive dieser Person. Oder ich nehme sozusagen einen Switch vor. Also ich würde sagen, vielleicht lässt es sich am besten beschreiben, am Beispiel von der Verlobung in Santo Domingo. Da ist es so, das Theater, also die Novelle von Kleist, das ja Stück, ich was gesagt, die Novelle von Kleist geht los mit einem Schweizer Offizier, Gustav von der Riet, der an eine Tür klopft und der ist in den Wirren der haitianischen Revolution und es wird schon gesagt, die ganzen Weißen werden abgeschlachtet und der ist irgendwie auf der Flucht und der klopft an eine Tür und guckt,
Und dann macht ihm jemand auf und dann versucht er die ganze Zeit herauszufinden, ist die Person auf der anderen Seite der Tür, ist die eigentlich weiß oder ist die schwarz? Also auf welcher Seite des Krieges steht die? Das ist sozusagen seine Logik. Und es ist ja ganz simpel, das einfach umzudrehen. Wir müssen ja nur einmal die Kamera auf die andere Seite der Tür packen. Wie ist es eigentlich für die beiden, in dem Fall schwarzen Frauen, dass da ein weißer Mann an die Tür klopft? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und bei Kleist ist es relativ. Und ich meine sozusagen die sprachlichen Operationen, N-Wort rausstreichen und so, das sind die einfachsten. Wirklich schwer ist es sozusagen, den Figuren Tiefe und Psychologie zu geben, die keine haben. So. Und natürlich, die allerschwierigste Operation ist, den Universalismus rausnehmen. Also bei Gleis ist es natürlich so, aber noch stärker ist es wahrscheinlich bei Richard Wagner. Ich meine, Wagner hat mit seinem Ring des Nibelungen ein Epos, das die ganze Welt erklären soll. Er wollte den Deutschen seinen eigenen Urmythos geben und so weiter und so weiter. Wie holt man diese Geste raus? Da muss man also eher in eine Fragmentierung gehen, in eine Subjektivierung. Wie kann ich auch reinschreiben, dass meine Perspektive nur eine von vielen ist? Und natürlich ist es eine völlig überhebliche Geste. Wer bin ich zu sagen, ich mache es besser? Das heißt, ein Teil der Korrektur lautet auch immer, andere einladen, mich zu korrigieren. Und so weiter und so weiter. Ich habe also, also ich versuche sozusagen über bestimmte Mechanismen die gleiche Geschichte nochmal neu zu erzählen. Und dabei gehe ich erstmal sehr operativ vor. Und dann ist es aber so, dass Charaktere sich verhalten wie Menschen. Und das ist schön. Wenn man die einmal befreit von ihren Verhältnissen, wenn man denen einmal eine Agenda gibt, dann sind die frei und machen auch Dinge, mit denen ich nicht gerechnet habe. Dann fangen die an, auf dem Blatt Papier sich zu bewegen und dann wird es die Korrektur immer eine neue Geschichte. Dann wird sozusagen, dann entsteht immer ein neues Werk, wofür ich sozusagen das Original auch nicht mehr brauche. Das heißt, ich habe nicht ein Publikum, das da sitzt und die ganze Zeit vergleichen muss oder so. Man versteht die Geschichte alleine. Das ist der Anspruch. Genau. Und so entsteht sozusagen ein neuer Text, der wie eine Intervention funktioniert. So würde ich das vielleicht mal. Was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, ist, dass ich die Korrektur, das ist sozusagen das, was inhaltlich sozusagen passiert. Aber ein Teil der Korrektur, das habe ich ja gerade schon versucht zu beschreiben, ist die Figurenarbeit, ist die Arbeit am Plot, ne? Sozusagen, welche Schlüsselmomente muss ich umdrehen, welche Machtkonstellationen muss ich umkehren. Aber ein Teil der Korrektur ist auch natürlich den Betrieb mit korrigieren, der diese ganzen Texte jahrhundertelang auf die Bühne gebracht hat. Ich habe zum Beispiel in der Verlobung in Santo Domingo eine Quote drin. Das ist wie eine Produktionsbedingung. Die Hälfte der Menschen, die an dieser Produktion beteiligt sind, müssen schwarz sein. Das heißt, die Korrektur hat in dem Fall, oder diese Quote hat in dem Fall drei Funktionen. Das eine ist, ich möchte natürlich Theater zwingen, ihre Ensemblepolitik zu überdenken. Und ehrlich gesagt, ich zahle einen Preis dafür. Es gibt nicht wenig Theater, die sagen, ja, wollen wir machen, aber haben wir nicht, können wir nicht. Es gibt keinen Nachspieler von der Verlobung in Santo Domingo bis heute. Das Zweite ist, dass ich qua Form herstellen möchte, was das Stück inhaltlich will, nämlich den Austausch unterschiedlicher Perspektiven. Das heißt, ich will auf der Probebühne schon die Situation haben, dass unterschiedliche Perspektiven vertreten sind. Und das Dritte ist, es ist immer natürlich auch eine Einladung an andere, mich zu korrigieren. Da sitzt eine kritische Masse, nicht ein, zwei, drei Leute, sondern die Hälfte, die zur Not sagen kann, was der Typ geschrieben hat, ist genauso rassistischer Bullshit. Im Übrigen habe ich zum Beispiel ein Stück geschrieben, das ist eine Korrektur von Kleist gewesen, beziehungsweise von Kleists Männer, unterschiedlichen Männerbildern. Und da ist die Quote, die Hälfte also die Hälfte der Menschen, die bei dieser Produktion beteiligt sind und die Regie müssen Menschen sein, die sich als Frauen Sternchen identifizieren. Das heißt sozusagen, die Quote wird angepasst auf das, was das Stück inhaltlich will. So, und das ist vielleicht so in aller Kürze einmal inhaltlich und einmal sozusagen auf Produktionsseite, wie so ein Umgang mit einem Kanon aussehen könnte. Es ist sehr, danke dir vielmals. Es ist auch für mich so ein bisschen, um weiter darüber nachzudenken, wie diese Korrektur eine dramaturgische Arbeitsweise auf vielen Ebenen sein kann. Das ist sehr, sehr inspirierend und wir können, also vielleicht
wird das auch im Laufe der Reihe für uns dann immer wieder Thema sein, darauf zurückzukommen. Ich würde vielleicht dann vorschlagen, zu Vater mal zu kommen und wollte erstmal an die Personen im Chat die Frage stellen, wer denn das Buch schon gelesen hat. Genau. Vielleicht könnt ihr dann eure Antwort da eingeben. Habt ihr das Buch schon gelesen? Noch nicht? Ihr seid dabei oder es liegt schon auf dem Stapel? Ich finde schön, dass es dreimal die Möglichkeit gibt, ja, ich bin dabei oder es liegt auf dem Stapel, aber nicht die Möglichkeit gibt, nee, und habe ich auch nicht vor. Ah, okay, wir haben sogar ein Ergebnis der Umfrage für die Umfrage. Super, danke. Okay, 33% haben schon gelesen, sind dabei oder haben das Buch auf dem Stapel liegen. Dann kommen insgesamt 23%. Okay, die Hälfte so ungefähr oder mehr als die Hälfte haben mit einem Ja oder mit einem baldigen Ja geantwortet. Ich habe tatsächlich oder ich habe mich bei Vater mal ein bisschen gefragt. Vielleicht kommen wir ein bisschen darauf zu sprechen, inwiefern das Theater vielleicht die Eröffnungsszene in diesem Buch beeinflusst haben kann. Aber ich sage vielleicht ganz kurz am Anfang, worum es in diesem Buch geht und dann können wir einsteigen. Das Buch erzählt nämlich die Geschichte von Arda, der mit einem Organversagen im Krankenhaus im Sterben liegt. Es wird mit verschiedenen Therapien experimentiert und man weiß nicht, ob Arda überlebt. Man weiß auch nicht, zu welchem Zeitpunkt vielleicht die Handlung abbricht, weil Arda, der in dem Zustand anfängt, einen Brief an seinen Vater zu schreiben, vielleicht dann auch stirbt und dann deswegen nicht weiter schreiben kann. In diesem Zustand fängt er nämlich an, einen Brief an den Vater zu schreiben. Dieser ist vor Ardas Geburt verschwunden, nie wieder zurückgekehrt. Arda kannte den eigenen Vater gar nicht. Und was darauf folgt, sind Geschichten über die Mutter Imran, über die Schwester Aileen, über das Aufwachsen Ardas. Das Ganze wechselt zwischen verschiedenen Perspektiven und wir werden zwischendurch immer wieder daran erinnert, dass eben das Ganze an dem Vater als Leerstelle geschrieben wird. Ich dachte, dass der beste Beginn, lieber Nejati, ein Vorlesen der ersten Szene aus diesem Buch sein kann. Wäre es für dich okay, dass du jetzt den Anfang Ja. liest? Danke dir. Yes, natürlich. Normalerweise, wenn ich lese, schaue ich dann immer ins Publikum. Das ist natürlich jetzt nicht so richtig, also möglich. Aber ich hoffe, ihr versteht, also ihr wisst trotzdem, auch wenn ich jetzt runterschaue, dass ihr gemeint seid und ich hier nicht so privat vor mich hinlese. Genau, ich lese eine gekürzte Version des ersten Kapitels. Wenn du das hier liest, Papa, und hier stocke ich schon. Soll ich dich wirklich so nennen? Ich weiß, dass Eileen dich so nennt, wenn sie von dir erzählt. Wirklich nur ganz selten, bilde dir jetzt nichts ein. Aber anders als mich habt ihr Eileen auch noch lachend zwischen euch fliegen lassen. Eine Hand du, eine Hand Mama und dann hoch. Und wie diese Erinnerung hat Eileen auch das Wort Papa noch aus dieser Zeit. Bei mir ist es anders. Ich habe es oft ausprobiert. Papa, Vater, Baba. Das Wort auszusprechen ist gar nicht so schwer, nur danach geht es nicht weiter. Merkwürdiger noch als Papa zu sagen, ist es mich sagen zu hören. Es klingt wie ein Fremdwort, das ich irgendwo aufgeschnappt oder nachgelesen habe. Wenn ich es benutze, wirkt es gespielt. Wie sagt man Papa, ohne dass ein Fragezeichen zu hören ist? Bis ich eine Antwort habe, bleibe ich bei Metin. Also, wenn du das hier liest, Metin, werde ich tot sein. Ich habe mir oft vorgestellt, wie es sein würde, wenn ich irgendwann erfahre, dass du gestorben bist. Versteh mich nicht falsch. Ich habe dir nicht den Tod gewünscht. Ich glaube nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Im Gegenteil. Wahrscheinlich bist du nach dem Gefängnis der sanfteste, liebevollste Vater der Welt geworden. Bestimmt kommst du spät abends von der Arbeit nach Hause und deine zweite Frau liegt im Schlafzimmer schon auf ihrer Seite des Bettes.
Sie trägt einen rosa Satin-Schlafanzug ein, wie du ihn Mama mal zum Geburtstag geschenkt hast, obwohl überhaupt kein Geld dafür da war. Auch diese Geschichte kenne ich von Eileen. Womöglich blättert deine zweite Frau durch eine Zeitschrift mit Bildern teurer Möbel, Gurkenmaske im Gesicht, die Haare ins Handtuch gewickelt. Sie hört, wie dein Schlüssel sich im Schloss dreht, und das ist der Moment, auf den sie den ganzen Abend gewartet hat. Ein kurzer Blick auf die Uhr. Später als sonst, denkt sie und erinnert sich daran, wie hart du jeden Tag arbeitest. Sie weiß nichts von deinem Leben vor dem Gefängnis, dem Leben in Deutschland, nicht wahr? Sie weiß nicht, dass du so viel arbeitest, danach direkt nach Hause kommst und nicht in die Teestube gehst, weil du dein zweites Leben nicht so vermasseln willst wie dein erstes. Du betrittst also deine Wohnung. Stressiger Tag. Im Kopf klingelt noch das Bürotelefon. Du schließt die Tür hinter dir, sachte. Niemand soll dich hören. Du hängst den Mantel vorsichtig über die anderen Jacken und stellst die Schuhe neben diese bescheuerten Dinosaurier-Gummistiefel, die alle Rich Kids haben. Du betrittst deine neue Wohnung so leise, wie du unsere damals verlassen hast, als du dich nachts aus dem Bett meiner Mutter geschlichen hast. Ein Zettel deiner neuen Frau auf dem Küchentisch. In der Mikrowelle sind Mante, Joghurt im Kühlschrank. Sei ehrlich mit ihm. Sie kann nicht kochen, oder? Natürlich nicht. Eine Frau, die in der Küche ihre Erfüllung findet, würdest du nicht lieben. Sie würde dich zu sehr an deine Mutter erinnern, du dich zu sehr wie dein Vater fühlen, der General, der auch dich zum General machen wollte, bevor aus dir ein Linker geworden ist. Du gehst also vorbei an den Mantel in der Mikrowelle. Du siehst, im Schlafzimmer brennt noch Licht. Du lockerst deine Krawatte, einen Kuss auf die grün vercremte Stirn deiner Frau, vielleicht ein schneller Dialog. Weck ihn nicht, keine Sorge. Dann zurück durch den Flur und du öffnest die Tür am Ende des Flurs einen Spalt. Ein Lichtstreifen fällt auf einen schwarzen, wuscheligen Kopf am Ende des Bettes, darüber das Fenster. Du setzt deinen Fuß auf den Teppich, einer von diesen mit Straßen und Parks und so. Pass auf mithin, dass du im Dunkeln nicht auf einem Auto ausrutscht und dir das Genick brichst. Du setzt dich an die Bettkante deines jüngsten Sohnes, legst eine Hand auf die Decke und die andere streichelt seine Finger. Du bildest dir ein, er würde im Schlaf spüren, dass du da bist. Selbst wenn heute Nacht wieder ein Militärputsch stattfindet, selbst wenn sie morgen kommen, um dich abzuholen, selbst wenn in diesem Moment ein Freund des Mannes, den du getötet hast, durch das Fenster des Kinderzimmers einbricht, um seinen Kameraden von damals zu rächen, du bist bei deinem Sohn. Und während du das denkst, hörst du ihn leise atmen, siehst draußen die Minarette hinter den im Wind raschelnden Baumkronen. Mond, Sterne, alles da. So steht das Bild in meiner Vorstellung einen Moment lang still, als wäre es die letzte Seite eines Kinderbuchs, das wir nie gelesen haben. Aber weißt du, was dann passiert? Du schaust vom Nachthimmel zu den geschlossenen Augen deines Sohnes, seinem schmalen Mund, der Kindernase und ganz kurz, nur für eine Millisekunde, denkst du an uns. Und plötzlich stehen da zwei Silhouetten im Raum. Zwei Schattenkinder, die dich anschauen, stumm, barfuß, Eileen neben mir, einen Arm um mich gelegt. Du erkennst unsere Gesichter nicht, aber du weißt, dass wir es sind und dich schon die ganze Zeit beobachten. Du stehst auf, gehst an uns vorbei, legst dich neben deine zweite Frau. Schatz, alles gut? Ja, bin nur müde. Du schaltest das Licht aus und wenn dein Sohn morgen früh aufwacht, wird ihm auffallen, dass ich nachts alle Autos auf dem Teppich umgeparkt habe. Und es gibt eben noch ein weiteres Szenario, das ich mir manchmal vorstelle. Du bist tot. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil ein Rechter durch das Fenster in deine inzwischen heile Welt gestiegen ist und dich aus Rache abgeknallt hat. Vielleicht, weil deine verbitterte zweite Frau rauchend zusah, wie du beim Frühstück langsam an einer Olive erstickt bist. Vielleicht auch, weil du in deinen letzten Tagen einfach sabbernd und dement abgetreten bist. Wie alt bist du jetzt eigentlich? Jedenfalls bist du gestorben. Und die Chance, dass ich das Telefon in die Hand nehme und dich anrufe, was das Einfachste und zugleich Unmöglichste der Welt ist, und du wieder auflegst, nachdem wir einen unbedeutenden Smalltalk geführt haben, diese Möglichkeit gibt es dann nicht mehr. Und selbst wenn du nicht auflegst und wir uns wirklich verabreden würden, sagen wir in einem Kaffeehahn, sozusagen auf neutralem Boden, dann könnte es immer noch sein, dass du dich auf den Stuhl vor mir setzt, zwischen uns zwei Gläser Chai, dass du alle meine Fragen beantwortest, mal herumdrucksend,
mal nach Worten suchend. Aber sagen wir, du würdest antworten, weil du wüsstest, ich habe nach all den Jahren ein Recht darauf. Nur wenn ich dann durch bin mit meinen Fragen, könnte es immer noch sein, dass du mich im Gegenzug nicht zurückfragst. Gar nichts. Du wartest im schlimmsten Fall einfach, bis der Chai zwischen uns kalt geworden ist und dann verabschiedest du dich und gehst. Verstehst du, was ich meine? Scheiß auf deine ehrlichen oder gelogenen Antworten. Viel schlimmer wäre es, dass du nichts von mir wissen wolltest. Tote hingegen sind stumm und können einen nicht anschweigen. Du könntest mich nicht ignorieren. Ich würde von selbst erzählen müssen, weil es keinen Sinn mehr hätte, darauf zu warten, von dir darum gebeten zu werden. Aber jetzt ist es andersherum. Nicht du stirbst, sondern ich. Ich liege gerade auf der Intensivstation, Organversagen. Meine Leber hat beschlossen, nicht mehr mitzumachen. Das ist keine Metapher in einem Bildungsroman für Kanaken oder so. Es lässt sich ganz nüchtern und wissenschaftlich beschreiben. Autoimmunhepatitis. Mein Immunsystem reagiert über, nimmt mich selbst als Fremdkörper wahr und greift die eigenen Organe an. Sie geben mir Cortison in der Hoffnung, dass mein Immunsystem sich von selbst wieder beruhigt. Und es klingt alles ganz kompliziert, ist im Grunde aber simpel. Ich liege hier und warte. Und aus meinem Hals ragen lauter Schläuche, weshalb ich den Kopf kaum drehen kann, ohne einen stechenden Schmerz bis in die Wirbelsäule zu spüren. Mein rechter Arm ist übersät mit blauen Punkten, Einstichen, so vielen wie Mama Narben an ihren Beinen hat. Es sind die Zeichen der täglichen Blutabnahme. Jeder Punkt bedeutet neue Blutwerte und damit die Prognose, wie viele Tage mir noch bleiben. Die Werte liegen ausgedruckt neben mir auf der Fensterbank. Der Stapel wird von Woche zu Woche größer. Ich übertrage die Daten jeden Abend akribisch in Tabellen auf meinem Laptop. GGT, GOT, GPT. Die Abkürzungen hier im Krankenhaus sind komplizierter als alles, was ich im Ausländeramt kennengelernt habe. Ich dokumentiere mein Verschwinden. Und wenn ich mir abends die bunten Graphen anschaue, weil ich vor Angst nicht schlafen kann, bilde ich mir ein, zu verstehen, worauf es hinausläuft. Als ich erfuhr, dass ich ins Krankenhaus muss, bin ich sofort zurück nach Hause gefahren. Vielleicht bin ich wie diese Fische, ich glaube, es sind Lachse, die sich irgendwann gegen den Strom auf den Weg machen, zum Ort ihrer Geburt schwimmen und dort sterben. Das Gute daran ist, dass Eileen und Mama mich besuchen können. Und weil es in diesem beschissenen Krankenhauszimmer nichts zu tun gibt, haben sie keine andere Wahl, als meine Fragen zu beantworten und endlich mit mir zu reden. Allerdings reden sie nur mit mir. Eileen und Mama haben seit über 10 Jahren kein Wort miteinander gewechselt. Sie achten darauf, mich zu unterschiedlichen Zeiten zu besuchen, damit sie nicht gemeinsam in einem Raum sitzen und dieselbe Luft atmen müssen, weil sonst wahrscheinlich eine von ihnen nach einer herumliegenden Gabel greifen und sie der anderen in den Hals jagen würde. Wenn sie nach dem Besuch in mein Zimmer verlassen, frage ich mich manchmal, ob sie das Gleiche denken wie ich. Dass sie bald nur noch einander als Familie haben, es sei denn, irgendeine der Therapien schafft es, mein Immunsystem davon zu überzeugen, dass ich doch ich bin. Mit anderen Worten, unsere Zeit rennt mithin, mit jeder Zeile. Hast du dir auch schon mal vorgestellt, dass ich tot bin? Du weißt natürlich nicht, dass ich jetzt gerade hier liege. Nur für den Fall also, dass du nächstes Jahr wieder erwarten auf die Idee kommen solltest, den Hörer doch noch in die Hand zu nehmen oder vor meiner Haustür aufzutauchen, nur um dann festzustellen, dass du leider zu spät bist, werde ich es dir hier aufschreiben. Du sollst wissen, wer ich gewesen bin, damit du niemals die Erleichterung fühlst, von der ich so oft heimlich träumte, von einem Toten angeschwiegen zu werden. Ich möchte dir für immer die Möglichkeit nehmen, nicht zu wissen, wer ich war. Ich werde diese Geschichte also aufschreiben, dir und meinen beiden Halbbrüdern, damit sie wissen, dass sie noch einen Bruder und auch eine Schwester hatten, damit sie erfahren, wem ihr Vater nie Vater war, damit sie schätzen lernen, wie viel Zeit und Liebe sie von dir bekommen haben. Nur fast so schwierig wie Papa zu sagen, ist es für mich hier, ich zu sagen. Papa klingt ausgesprochen falsch. Ich löst schon vorher ein Stocken, einen Muskelkrampf in der Zunge aus. Ich werde es trotzdem tun. Auch wenn dieses Ich immer eine andere war. Ich werde von mir erzählen mithin, aber ich werde permanent lügen. Nichts stimmt. Und doch ist jedes Wort wahr. Soweit erstmal, vielleicht.
Danke dir vielmals. Normalerweise gibt es auch Präsenzveranstaltungen, Applaus. Ich sehe, das gibt es jetzt im Theater auch. Es ist ein unglaublich starker Anfang, vor allem in dieser Du-Form in einem Brief verfasst. Das Ganze hätte zum Beispiel auch ein Tagebuch sein können. Welche schriftstellerische Entscheidung steckt denn hinter dieser Überlegung, dass diesen Anfang als Brief zu verfassen, beziehungsweise überhaupt, dass Arda sich mit einem Brief an den Vater wendet? Ja, das ist immer eine ganz weirde Situation, als Autor über die eigenen Texte zu sprechen und nicht, weil die Frage doof ist oder sowas, sondern weil da wie so zwei unterschiedliche Personen sprechen. Also ich kann jetzt im Nachhinein natürlich nachvollziehen, welche schriftstellerische Entscheidung dahinter steckt. Wenn ich schreibe, ganz ehrlich, ist das keine bewusste Entscheidung. So blöd es klingt, da ist so eine Ahnung. Ich würde das irgendwie so nennen. Ich will gar nicht auf so genieren. Ich glaube nicht daran, das wirklich nicht. Und an diesem Buch sind ganz, ganz, ganz viele Menschen beteiligt. Ne? Darum geht es mir gerade nicht. Aber ich tue sozusagen hinterher so, als wüsste ich genau, was ich tue. Als hätte ich es gewusst. Aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es nicht so. Es ist nicht so, ah, ich entscheide mich, das jetzt das so zu machen. Es ist ein bisschen, ich kann vielleicht ein bisschen eher die Genese beschreiben, wie sowas funktioniert. Also ich weiß noch zum Beispiel, dass ich auf einer Beerdigung war. Und auf dieser Beerdigung, ich kannte ehrlich gesagt die Person, die gestorben ist, gar nicht so gut. Ich war aber trotzdem eingeladen. Und wie das bei Beerdigungen so ist, alle haben natürlich irgendwie schöne Geschichten über den Verstorbenen erzählt. Es war ein Mann in so mittlerem Alter, würde ich sagen. Und irgendwann ist der älteste Sohn auf die Bühne. Es gab so eine Art, so eine kleine Bühne. Oder nach vorne. Und der hat gesagt: Ey Leute, sind wir mal ganz ehrlich, wir alle wissen, mein Vater und ich, wir hatten nicht das beste Verhältnis. Und dann hat er losgelegt. Und merkwürdigerweise war das der Moment, in dem der Verstorbene für mich ein Mensch geworden ist. Ein dreidimensionaler Charakter mit seinen Stärken und Schwächen. Und über den nicht nur einfach irgendwie so. Das sozusagen als Situation ist das eine, das ich im Hinterkopf hatte. Und dann ist das andere sozusagen natürlich Literatur, die ich gelesen habe, die mich einfach beeinflusst hat. Von Kafkas Brief an den Vater bis. Keine Ahnung. Das sind einfach Texte, die habe ich gelesen. Ich denke nicht da, oh, ich mache das jetzt nach. Aber ich kann jetzt im Nachhinein auch nicht so tun, als wäre das Literatur, die mich nicht beeinflusst hat. So. Und ich glaube, vielleicht funktioniert Kunst ein bisschen so, dass so das Leben auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Lesen und dann auch durchaus das Lesen vom Kanon zusammenkommt. Und dann entsteht wie so was Drittes. Und das ist dann in dem Fall der Text. So, ich glaube, das ist die ehrlichste Beschreibung, die ich so geben kann. Ja. Arda schreibt auch in einer sehr, sehr prekären Situation. Also Arda liegt im Sterben. Wir wissen gar nicht, wie lange, ob er überhaupt überlebt erstmal und wie, wenn er jetzt noch eine Weile lebt, wie lange das geht. Das hat jetzt für den Text, also es ist jetzt auf der einen Seite natürlich von Anfang an sind Schöpfung und Erschöpfung sozusagen ganz miteinander verschränkt. Dieses Schreiben, der Brief. Die ganze Geschichte wird eben aus dem Zustand heraus geschrieben. Und Erkranken und Schreiben sind auch natürlich von Anfang an miteinander verzahnt. Natürlich könnte die Handlung jederzeit abbrechen. Das ist ein richtig krasser Spannungsmoment sozusagen. Es gibt eine Stelle, die, ich zitiere sie mal ganz kurz, angeblich lässt sich anhand meiner Handschrift ablesen, wie stark sich die Giftstoffe, die meine Leber normalerweise filtern würde, in meinem Gehirn abgelagert haben und ob die Schäden schon irreparabel sind. Ich selbst kann an dem blauen Schriftzeichen überhaupt keine Veränderung erkennen, außer dass ich mich von Satz zu Satz, von Tag zu Tag weniger anstrenge und die Hoffnung aus dem Buchstaben schwindet.
Ja. Ja, es ist natürlich wieder so die Frage nach dieser Erzählsituation, die, wie gesagt, so eine sehr, sehr delikate ist, eine tragische und aus der trotzdem etwas sehr Energievolles entsteht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es gibt natürlich, also einerseits dramaturgisch ist das natürlich erstmal eine Riesenfallhöhe. Da schreibt jemand angesichts des Todes, sozusagen. Und es hat schon auch in der Form seine Rechtfertigung, weil ich schon auch einen Roman schreiben wollte, der so was allgemein Menschliches erzählt, jetzt mal so blöd gesprochen, und der sozusagen das Leben zum Thema hat. Und wahrscheinlich ist es nie so gut, also, oder vielleicht angesichts des Todes hat man wahrscheinlich das Leben am allermeisten im Blick. Vielleicht lässt sich nie so gut über das Leben schreiben wie eben angesichts des Todes. Das ist schon so. Es ist mir jetzt gar nicht so, ah, okay, ich will irgendwie so dramaturgisch, ja, jetzt unbedingt so einen dramatischen Opener unbedingt in jedem Fall haben. Sondern es ist wirklich eher so, dass es die Funktion hat, alles, was überflüssig ist, wegzusedimentieren oder wegzufiltern. Also ich glaube wirklich, wenn man in dieser Situation ist, dann wird so viel irrelevant, dann wird so viel relativ, und was dann übrig bleibt, das ist entscheidend. Und da ist natürlich die Situation im Krankenhaus behilflich. Gleichzeitig ist diese Situation im Krankenhaus natürlich auch wie eine kleine Theaterbühne. Er liegt dort und es treten auf seine Mutter und seine Schwester, die ihn besuchen. Immer zu unterschiedlichen Zeiten. Das heißt, die kommen und gehen ab, und wenn die eine kommt, geht die andere ab, und alle erzählen mal so ein bisschen. Ne? Genau diese Funktion hat das Krankenhaus natürlich auch. Und dann auch hier einer der Texte, die immer wieder lesen könnte, auch oft gelesen habe, ist von Christa Wolf Cassandra. Das ist so, also ich bin insgesamt ein großer Christa Wolf-Fan, aber besonders der Text hat es mir angetan. Und was ist die Erzählsituation von Cassandra? Die weiß, ich gehe gleich durch dieses Tor und dann werde ich umgebracht. Und dann fängt sie noch einmal an, alles zu reflektieren und zu verstehen und zu erzählen. Und dann ist das Erzählen auch wirklich nur noch der letzte ermächtigende Akt, auch der Akt, in dem man ein bisschen Trost findet. Weil das andere ist unausweichlich. Aber trotzdem findet man eine Form von Erlösung im Erzählen. Erzählen Und als. jetzt irgendein Moderator, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr wer, es war auf jeden Fall ein Typ, hat mal gesagt, naja, eigentlich ist es ja immer umgekehrt. Der Patriarchat stirbt, also jetzt sagen wir mal Richard der Dritte oder so, und alle anderen drehen durch, sozusagen. Und alle anderen gucken, was machen sie mit der Situation. Und du hast es umgedreht. Ja, ist auch eine mögliche Interpretation, stimmt. Und was du zum Beispiel oder was Ada auch macht, ist etwas, also ich fand das tatsächlich irgendwie sehr feministisch oder eine feministische Erzählhaltung, dass Ada das Ganze, also Ada fängt an dann, oder das Narrativ beinhaltet dann Teile über die Geschichte der Mutter oder erzählt die Geschichte der Mutter und erzählt die Geschichte der Schwester und erzählt Adas Geschichte selber, wo Ada dann nicht mehr der Erzähler ist, sondern über ihn erzählt ein allwissender Erzähler. Also Arda wird sozusagen einer unter vielen dieser Figuren oder einer unter mehreren Figuren. Und ich fand es sehr, sehr bezeichnend, wie das mit diesem Perspektivenwechsel funktioniert, weil weil das Narrativ wirklich ganz unterschiedliche Perspektiven entwirft oder ganz verschiedene Figuren und jedes Mal lässt man sich auf diese Welt der Figur ein und das Ganze wird auch gar nicht mehr in der Form aus der Sicht Ardas erzählt. War das eigentlich eine Überlegung für dich, ob, oder war das von Anfang an klar, dass das Buch auf jeden Fall dann diese Briefsituation irgendwann beendet und ganz andere Geschichten öffnet? Das ist ganz schön, weil vielleicht schließt sich hier auch so ein bisschen wieder der Bogen,
zu sozusagen der Methode der Korrektur, weil ich schon etwas davon mitgenommen habe, von dieser Poetologie, die ich normalerweise sozusagen im Umgang mit dem Kanon habe. Der Roman basiert ja auf einem Theaterstück, nämlich Get Deutsch or Die Trying. Und was ich auf eine Art, wenn man so will, gemacht habe, ist, ich habe mir mein eigenes Theaterstück angeguckt und habe geguckt, wer kommt nicht vor? Wessen Geschichten kommen eigentlich zu kurz? Und das sind die der Mutter, Imran, und die der Schwester, Aileen. Das sind sozusagen in dem Theaterstück Randfiguren. Das hat mich damals schon gestört. Jetzt ist es so, dass die Dramatik ein bisschen nach anderen Gesetzen funktioniert als die Prosa. Alle in dem Theaterstück sind Randfiguren, auch sozusagen Danny Boyan Sabat und Arthurs Freunde und so, ne? Das ist mehr oder weniger ein ellenlos langer Monolog. Trotzdem hat es mich sozusagen bei den beiden Frauenfiguren besonders gestört, wenn man das so nennen möchte. Ich persönlich, ich würde übrigens, ich freue mich, wenn du das sagst oder wenn Leute das sagen, dass das sozusagen ein feministischer Roman ist. Ich persönlich würde das, ich würde mich nie dahinstellen und das sagen. Das müssen andere beurteilen. Trotzdem ist es so, dass es mich gerade bei diesen beiden Frauenfiguren gestört hat. Oder bei diesen beiden Figuren einfach, blöd gesprochen. Also habe ich mich schon dazu entschieden, den Roman ganz bewusst sozusagen so aufzubauen, dass alle gleich viel Screentime geben. Das ist für mich die politischste Entscheidung überhaupt. Wer kriegt wie viel Aufmerksamkeit? Wer kriegt, und damit ist ja auch die Frage, wer kriegt wie viel Empathie? Welche Figur kriegt wie viel Komplexität? Und so weiter und so weiter, ne? Und in dem Theaterstück zum Beispiel ist es so, dass der Putsch, also der Vater und seine Geschichte, viel stärker erzählt werden. Und ich habe mich sozusagen im Roman entschieden, es hätte mich auch nicht interessiert, das Gleiche nochmal zu schreiben, um ehrlich zu sein. Und im Roman habe ich mich dann dagegen entschieden, sozusagen diese Geschichte auch nochmal zu erzählen. Das Ding heißt Vatermal. Ich mag aber natürlich, dass Vatermal sofort Muttermal aufmacht. Also, dass sozusagen die Referenz sofort da ist. Und so weiter. Genau. Insofern war es sozusagen ganz bewusst, ich wollte diese Geschichten erzählen. Das ist schon so. Dass es dann sozusagen in den POVs auch wechselt. Also, es ist sozusagen, wir haben, für alle, die das Buch nicht kennen, es gibt quasi diese Gegenwarts-Erzählsituation im Krankenhaus. Und dann springen wir immer wieder in Geschichten. Nicht der ganze Roman ist nicht im Du geschrieben, also in der Anrede an den Vater sozusagen. Sondern wir springen dann sozusagen immer wieder in einzelne kleine Episoden, Erinnerungen von Arda, aber eben auch in Erinnerungen von Aileen und seiner Schwester. Teilweise auch die gleiche Erinnerung aus unterschiedlichen Perspektiven und so weiter und so weiter. Und das ist eher etwas. Da muss es, wenn man so möchte, in die unterschiedlichen POVs springen. Denn Arda kann ja nicht immer erlebt haben, was seine Schwester erlebt hat. Das heißt, wenn man sozusagen also wenn man dir eine andere Figur erzählen will, dann muss es ja auf eine Art sozusagen jemand erzählen, der nicht Arda ist. Und dann bin ich automatisch, na, wer soll denn Aileens Geschichte erzählen? Aileen natürlich. Arda gibt das dann wieder, weil er derjenige ist, der es hört, sozusagen. Aber die Geschichte selbst ist ja sozusagen von Aileen erzählt, am Krankenbett, von ihm. Genau, ja. Weil du eben gesagt hast, das Ganze wechselt und es gibt verschiedene, die Geschichte besteht auch aus einem Teil, der in der Vergangenheit spielt, ist es vielleicht auch ein ganz guter Moment, um einen weiteren Ausschnitt zu hören, weil ich glaube, in dem geht es ja um Imran, die Mutter. Möchtest du vielleicht kurz sagen, worum es, was der Kontext ist? Genau, also Moment, ich muss kurz die Seite. Genau, ich lese jetzt das Kapitel 4. Und wie gesagt, es ist sozusagen in dem Fall ist es das erste Kapitel von Imran, also von der Mutter. Es gibt ja immer diesen geilen Moment, wenn man versteht, dass die eigenen Eltern auch Kinder von irgendwem sind. Und das ist natürlich sozusagen, das ist der Fall, wenn Arda im Krankenhaus sieht und der Geschichte seiner Mutter zuhört. Wir springen also in die Kindheit der Mutter und in ihre Erlebnisse. Wir sind noch relativ am Anfang des Romans, Seite 48, also noch immer noch so im ersten Drittel, würde ich sagen, oder im ersten Viertel sogar.
Und wir springen zurück in die 60er Jahre in die Türkei. Das ist vielleicht auch sozusagen fürs Verstehen des Kapitels wichtig. Das Wasser war braun und kalt, aber Imran war endlich allein. Und weil nach ihr niemand mehr ins Bad musste, konnte sie so lange in der Wanne bleiben und an Chetin denken, wie sie wollte. Es musste schon spät sein. Der Himmel hinter dem Badezimmerfenster war bereits blau-lila und die Spitzen der sich im Wind bewegenden Palmen über dem Vorhang waren nur noch kleine schwarze Schatten, die für sie tanzten wie Dschinns auf der Gardinenstange. Imran war immer die Letzte, die in die Wanne durfte, damit Emre und Zimran nicht in ihrem Schmutz sauber werden mussten. Imran hatte den ganzen Tag bei der Weintraubenernte mitgeholfen und als sie sich ausgezogen und in den kleinen Badezimmerspiegel über dem Waschbecken geschaut hatte, klebte sogar noch Erde an ihrer glänzenden Stirn. Früher hatte es sie gestört, dass immer sie in das kalte Wasser steigen musste, obwohl ihr Bruder vom Fußball manchmal aussah wie ein Spatz, der im Schlamm gebadet hatte und eigentlich viel dreckiger war als sie. Aber neuerdings hatte sie sich nicht nur daran gewöhnt, dass sie als die ältere Schwester in den Augen ihrer Eltern immer auch die dreckigere sein würde, sondern sie genoss es sogar, weil das Bad der einzige Ort war, an dem sie wirklich allein sein konnte. Imran schüttete etwas von dem heißen Wasser, das ihre Mutter aufgekocht und in dem Blecheimer für sie bereitgestellt hatte, in die Wanne. Jeder Muskel ihres Körpers schmerzte. Kein Wunder. Sie hatte schließlich mit ihrer Mutter in aller Frühe das Haus verlassen, um anschließend mit den anderen den ganzen Tag in der sengenden Hitze im Weinberg zu arbeiten. Als sie am Morgen losgefahren waren, war es noch angenehm kühl gewesen. Die Sonne schob sich gerade erst wie eine Orangenscheibe langsam hinter den Bergen hervor, das Meer glitzerte und der salzige Wind drückte gegen ihr noch müdes Gesicht, während Imran sich vorstellte, mit Chetin unterwegs nach Izmir zu sein. Abends dann, als sie nach dem langen Tag noch gemeinsam Wasser holen waren, hatte Chetin ihr wieder von der Stadt vorgeschwärmt. Da schleppt niemand diese Dinger, hatte er gesagt, und den Tonkrug dabei kurz angehoben, sodass sich sein Bizeps auf seinem drahtigen Arm anspannte. Ganz leicht, aber doch deutlich. Chetin hatte es nicht mit Absicht gemacht, nicht um sie zu beeindrucken, so war er nicht. Alle haben ein eigenes Auto und das Wasser fließt dort direkt in die Häuser. Seine Sandalen setzten im Gleichschritt neben ihren auf und der Staub, den sie gemeinsam aufwirbelten, mischte sich unter ihren Knien zu einer sandigen Wolke. Wenn jemand später diese Strecke laufen würde, dachte Imran, könnte er ihre Spuren sehen und denken, dass hier vielleicht zwei Verlobte nebeneinander hergelaufen waren. Willst du später mal dort leben? Fragte sie. Er schüttelte den Kopf und seine dünnen braunen Haare flogen hin und her wie ein Mob, an dessen Stiel man drehte. Istanbul, sagte er. Und er sagte es nicht so wie die anderen, nicht wie ein Geheimnis, von dem niemand wusste, ob es wirklich stimmte. Chetin sprach von Städten wie Izmir und Istanbul wie vom nächsten Regen, der mit Sicherheit kommen würde, auch wenn keiner so genau wusste, wann. Für Imran dagegen waren Izmir und Istanbul die Hochhausfotos in den Zeitungen beim Bakka. Es gab sie zwar, aber immer nur in den Berichten anderer und weit weg. In Istanbul gibt es in der ganzen Stadt Musik und Cafés und alle Männer tragen immerzu Anzüge, sagte Çetin. Warst du schon mal dort? Fragte Imran. Wieder wirbelten seine Haare herum. Woher weißt du es dann? Ich weiß es eben, sagte er, und wieder klang es wie eine Gewissheit. Sie versuchte sich Çetin in einem Anzug vorzustellen, aber es ging nicht. Genauso gut hätte sie sich den Hodja in Badehose vorstellen können. Çetin hatte die geschlaksigsten Gliedmaßen der Welt und einen Gang, der baumelte wie der Ast eines Gummibaums im Wind. Selbst mit den schweren Tonkrügen voller Wasser in beiden Händen wackelte sein ganzer Körper bei jedem Schritt hin und her. Anzüge hatten etwas Starres und Festes, zumindest wenn ihr Vater sie zu irgendwelchen Hochzeiten trug. Bei den anderen Jungs konnte sie sich vorstellen, wie sie an dem Tag, da sie mit der Schule fertig sein würden, die Schuluniform gegen eine Militäruniform und später die Militäruniform gegen einen Nadelstreifenanzug tauschten. Aber Chetin war halt nicht wie die anderen. Nimmst du mich irgendwann mal dorthin mit? Fragte Imran. Er schwieg
Und sie schaute zu ihm rüber, aber weil die Sonne genau hinter ihm stand, war sein Kopf nur noch ein dunkler Pilz. Kommt drauf an. Worauf? Es kam schneller aus ihr herausgeschossen, als sie wollte. Chetin schwieg erneut und ihr fiel auf, dass sie sich solche Scherze natürlich erlauben konnte, er aber nicht. Würde er so etwas zu ihr sagen, wäre das fast schon so eine Art Antrag, wofür manche ihn, den Straßenjungen, wahrscheinlich aus dem Dorf jagen würden. Darauf, ob ich es mir leisten kann, sagte er nach einer Weile und klang dabei erschreckend ernst, was sie irgendwie glücklich machte, aber sich zugleich auch anfühlte wie eine Schlinge um den Hals. Hallo, Imran! Natürlich musste ihre Mutter genau jetzt schreien, dachte Imran. Wie weit bist du, soll ich kommen? Natürlich stand ihre Mutter längst im Badezimmer. Imran fischte den Lappen aus dem Wasser, gab ihn ihr und lehnte sich nach vorne. Während ihre Mutter immer wieder von oben nach unten über ihren Rücken fuhr, beobachtete Imran die kleinen Wellen auf der Wasseroberfläche. Es war, als würde das Wasser zittern. Ihre Mutter hielt plötzlich inne. Schon fertig? Fragte Imran. Psst. Imran richtete sich auf. Ihre Mutter reckte ihren langen Hals in die Luft und zog eine ihrer feinen Augenbrauen skeptisch hoch. Was ist los? Ihre Mutter hob die Hand und Imran verstand, dass sie still sein sollte. Sie versuchte zu hören, was ihre Mutter gehört haben musste. Da war ein Klappern. Ganz leise, aber deutlich. Das Geräusch schien vom Spiegel über dem Waschbecken zu kommen und wurde immer lauter. Der Blechboden der Wanne unter ihrem Po begann zu vibrieren, dann klirrte es plötzlich. Der Spiegel war von der Wand gefallen und auf den Fliesen zerschellt. Raus, schrie ihre Mutter und zog Imran mit einem Ruck an den Haaren aus der Wanne. Ein weiterer Knall fuhr durch das Badezimmer. Das Fenster war zerborsten und die Scherben verteilten sich über die nassen Fliesen. Einen Augenblick lang dachte Imran, ihr sei schwindelig, weil der Boden so sehr wackelte. Sie rannten durch den Flur. Imran konnte einen kurzen Blick in die Küche werfen, wo sich die Tassen und Teller wie von unsichtbarer Hand an den Rand der Regale schoben und herausfielen. In ihrem Zimmer riss ihre Mutter Simran aus der Wiege und nahm ihren Bruder auf den Arm. Gemeinsam jagten sie zurück durch den Flur, von der Decke rieselte Staub und Imran musste blinzeln, als es im ganzen Haus dunkel wurde. Raus, raus, schrie ihre Mutter erneut. Die Erde zitterte jetzt noch heftiger. Imran versuchte unter den nassen Sohlen nicht den Hals zu verlieren. Draußen war ihr erster Gedanke, dass sie immer noch nackt war. Aber es interessierte niemanden. Alle strömten schreiend aus ihren Häusern. Ein Kind kreuzte weinend Imrans Weg und sie mussten ausweichen, um es nicht umzurennen. Eine alte Frau stürzte neben ihr in den Staub. Einen Atemzug lang überlegte Imran, stehen zu bleiben. Aber zwei junge Männer waren schon herbeigeeilt, griffen der Alten von hinten unter die Arme und zogen sie hoch. Imran versuchte, die gemusterte Hose ihrer Mutter, die zwischen den Menschen immer wieder aufblitzte, nicht aus den Augen zu verlieren. Auf der Hauptstraße zog sich ein langer Riss durch den Asphalt. Die Palmen, Autos und Laternen am Straßenrand wackelten, als stünden sie in einem heftigen Wind. Auf der anderen Seite der Straße blieb die Menge stehen und formte sich zu einer Menschentraube. Alle schrien, weinten, beteten und hielten einander fest, während manche in die Hocke gegangen waren. Andere hatten sich auf die Erde gelegt. Auch Imran ging in die Hocke und bedeckte sich mit ihren Händen, so gut es ging. Jemand legte ihr eine dünne Strickjacke über die Schultern und als sie sich umdrehte, war die Frau schon wieder auf dem Weg zurück zu ihrem Mann, der mit den Kindern etwas abseits stand. Ihre Mutter fing leise an zu beten, während sie, wie alle anderen, die Häuser anstarrte. Der Boden fühlte sich jetzt wieder fest an. Der Asphalt war noch warm, aber ihre Sohlen schmerzten. Als Imran darunter fasste, waren ihre Fingerspitzen voller Blut. Sie musste in Scherben getreten sein. Dann begann die Straße wieder zu beben und diesmal wollte es nicht aufhören. Die Menge gab einen einzigen Schrei ab, als das Haus direkt gegenüber einstürzte wie ein Wasserfall, nur von unten nach oben. Zuerst bröckelten die Steine des Sockels, dann die Fenster und Türen und zum Schluss fiel das Dach und bedeckte alles, bevor es hinter einer Wolke aus Staub verschwand. Am Ende der Straße krachte ein weiteres Haus in sich zusammen, ebenfalls von unten nach oben und dann noch eins. Als die Staubwolke sie erreichte, herrschte um Imran herum nur noch Grau. Die Luft schmeckte kalkig und kratzte in ihrer Lunge. Einige fingen an zu husten. Imran presste sich die Hände vor den Mund und versuchte, so flach wie möglich zu atmen. Die, die noch standen, sahen aus wie Zementsäulen. Die Erde schien sich jetzt beruhigt zu haben. Ihre Mutter kniete sich neben Imran
und holte die weinende Sömran wieder unter ihrem T-Shirt hervor. In den Augen, die aus ihrem staubigen Gesicht leuchteten, war eine Angst, die Ömran so noch nie gesehen hatte. Ihre Mutter nahm erst Emre in den Arm, dann sie. Mir geht's gut, Anne, sagte Ömran, während ihre Mutter sie an sich drückte. Ganz vorne am Straßenrand stand Çetin. Sie sah ihn nur von hinten, aber sie wusste, dass er es war. Keiner der anderen Jungs hatte diese drahtigen Gliedmaßen und diesen Pilzkopf. Wenn er sich jetzt umdrehte, dachte Imran, würden sich ihre Blicke treffen und er würde trotz der Dunkelheit vielleicht erkennen, dass sie in der Umarmung ihrer Mutter mit nichts als einer dünnen Jacke bedeckt war. Aber Çetin drehte sich nicht um. Er stand dort, breitbeinig und fest, gar nicht wie die Katze, die er sonst war, und schaute starr auf die Trümmer vor ihm. Fast als einziger war er allein. Und plötzlich wurde Imran klar, dass die Witwe, bei der er lebte, es nicht aus dem Haus geschafft haben konnte. Großer Gott, da, rief ein Mann. Er stand nicht weit weg von ihnen und zeigte mit seinem knochigen Finger ans Ende der Straße, wo aus einem der Trümmerhaufen helle Punkte aufflackerten. Wieder ging ein großer Jammerschrei aus der Menge hervor und wie auf Befehl setzten sich alle gemeinsam in Bewegung. Imran kletterte hinter ihrer Mutter über eine Leitplanke und folgte ihr durch die Dünen. Aus den vielen kleinen Punkten waren inzwischen riesige Flammen geworden. Unter den salzigen Meeresgeruch mischte sich jetzt der von Verbranntem. Als sie den Strand endlich erreichten, war der Sand unter ihren Füßen kalt und es wurde noch kälter, als sie in das dunkle Wasser warteten. Imran drehte sich um. Eine rot flackernde Wand, Feuer hinter Staub, stand die ganze Straße entlang und reichte bis in den Himmel. Soweit. Das ist sozusagen in einer gekürzten Form des Kapitel 4 gewesen. Danke dir vielmals dafür. Ich sehe auch wieder Applaus, so wie wenn es eine Präsenzveranstaltung wäre. Du hast bei der ersten Passage, die du vorgelesen hast, gab es ja diesen einen Satz. Ich verrate vielleicht auch mal, wie ich mich als Leserin ertappt gefühlt habe, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe. Weil es kommt so ein bisschen ein Verbot zu metaphorisieren. Das heißt, meine Leber hat beschlossen, nicht mehr mitzumachen. Das ist keine Metapher. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, fühlte ich mich ertappt. Ich war genau dabei zu metaphorisieren und habe mir ganz viele Notizen gemacht, was bedeutet Leber, Autoimmunerkrankung, also was bedeutet auf einer metaphorischen Ebene natürlich. Und was, und ich mochte es sehr, wie Arda jetzt mit mir spielt oder so mein Lesen aufs Spiel setzt. Es ist überhaupt nicht so, dass er nicht zuverlässig ist, ganz im Gegenteil. Er ist ein sehr zuverlässiger Erzähler, weil der sagt mir jetzt, der liest sogar meine Gedanken. Ich bin deswegen ein bisschen vorsichtig bei meiner nächsten Frage, die wäre nämlich eine Metapher, vielleicht generell für das Schreiben. Schließt aber, finde ich, ganz gut an das an, was du am Anfang gesagt hast. Du hast ja gesagt, es gibt keine Möglichkeit, den Kanon komplett zu vergessen, sondern man arbeitet so in Relation zu kanonischen Texten. Und man sagt ja, alle Dichter sind Lügner. Das sage nicht ich, das sagt Platon. Und ich fand sehr markant, diese Passage hast du ja auch, oder einmal hast du das vorgelesen, das kommt im Text mehrmals vor. Es das heißt ja, ich werde von mir erzählen, aber ich werde permanent lügen, nichts stimmt und doch ist jedes Wort wahr. Ich möchte jetzt vorsichtig sagen, gelogen im Text. Also was heißt gelogen? Das Ganze ist ja Fiktion, aber Arda macht sich immer als Erzähler bemerkbar und erinnert uns zwischendurch dann immer wieder daran, ihr wisst doch eigentlich gar nicht, was ist Lüge und was ist nicht Lüge auf der Ebene des Textes. Lügen ist vielleicht auch eine Ermächtigung. Er emanzipiert sich, genau. Und ich habe. Pardon? Sorry. Nee, sag bitte. Nee, ich will erst den Gedanken hören. Ich werde dann antworten können. Ich habe mich nur generell natürlich auf einer metaphorischen Ebene gefragt. Jetzt geht es um den Vater als Fiktion generell. Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, es ist so ein Schreiben gegen alle Versuche, literarische Texte oder bestimmte literarische Texte als Autobiografien zu lesen oder als Autofiktionen zu lesen. Jetzt. Also ich glaube nicht, dass der Text selbst, also beim Schreiben,
denke ich nicht daran, oh, wie könnte das gelesen werden? Wer könnte das lesen? Diese Sphäre wirklich beim Schreiben ist nicht da für mich. So blöd das klingt. Beim Schreiben bin ich bei meinen Figuren und ich denke nur an die und ich stehe mit denen in einem Raum und möchte die umarmen. Das ist sozusagen, deswegen ist mein Schreiben, das geht auch nicht, ich bin beim Schreiben immer total angewiesen auf Residencies. Also ich habe einen Großteil des Romans in Tarabya geschrieben, in der Akademie Schloss Solitude. Ich kann in Berlin nicht schreiben, weil für mich ist Schreiben an den Figuren zuhören. Wirklich denen zuhören. Am besten ist, wenn man gar nicht selbst von denen will, die gar nicht in eine Richtung drängen will. Und um die hören zu können, muss es um mich herum leise sein. Ich gehöre wirklich zu den AutorInnen, die absolute Ruhe und Stille brauchen. Das ist auch ein Problem. Mein Privatleben leidet sehr darunter, dass ich permanent weg sein muss, um schreiben zu können. Und es gibt auch nicht unendlich viele Residencies und so weiter und so weiter. Aber ich brauche das. Ich muss in diesem Tunnel sein, sonst funktioniert es nicht. Das heißt, ich denke gar nicht darüber nach, ist es eine Metapher, ist es gar nicht, sozusagen. In dem Fall denkt Arda darüber nach, dass es keine Metapher, weil er selbst Literaturstudent ist. Das ist aber wirklich er und nicht ich. Und dann ist es natürlich so, dass ich dann im Lektoratsprozess danach, also sozusagen, das ist für mich wie so ein anderer Prozess, da denke ich genau das, was du gesagt hast, da denke ich sehr viel darüber nach, wie kommt das an, wie kommt das rüber. Was bedeutet es eigentlich, zu einem deutschen Publikum zu sprechen auch? Ne, also meine Figur hängt am Bahnhof und verkauft Drogen. Ist das ein Klischee? So. Und so weiter. Ne? Also, auch wenn man sozusagen über Figuren schreibt, die permanent im rassifizierenden Blick ausgesetzt sind. Auch damit muss man, das sind aber alles sozusagen nachgeschaltete Sachen. Ich denke erstmal, und das Gute ist, wenn ich den ersten Job richtig mache, wenn ich meinen Figuren wirklich zuhöre und denen wirklich Raum gebe, dann habe ich im zweiten Lektoratsprozess keine Probleme damit, dass das irgendwie Klischees geworden sind. Weil das sind dann dreidimensionale Charaktere. Und das ist sozusagen auf eine Art das Antirassistischste, was ich tun kann. Echte Menschen zu zeigen. Und ja, natürlich schreibe ich über Menschen, die unterwegs sind, die eine besondere Geschichte haben, die in der Türkei ein Erdbeben erlebt haben oder wie auch immer. Aber gleichzeitig oder und gleichzeitig suche ich darin aber sozusagen universell menschliche Themen. Krankheit, Altwerden, eine Vater-Sohn-Geschichte und so weiter und so weiter. Jetzt komme ich sozusagen zurück zur Wahrheit. Mein Problem mit Autofiktion, über das ich dann sozusagen im Lektoratsprozess nachdenke, ist nicht so sehr, weil ich glaube, das macht alles keinen Sinn. Ich glaube nur sozusagen, dass dieser Begriff sehr oft strategisch verwendet wird, um Literatur abzuwerten. Wenn du und ich Autofiktion schreiben, dann ist damit gemeint, wir schreiben ja eigentlich Tagebuch. Wenn Goethe Autofiktion schreibt, die Leiden des jungen Werther, dann ist das Weltliteratur. Und dann ist das Kanon. Also mir fällt jetzt gerade auf, wie viel es sozusagen alles miteinander zu tun hat, was wir sozusagen heute besprechen. Aber genau so ist es. Das heißt, das ist sozusagen, es hat eine ganz, es hat eine ganz, es, ich, mich, Ich kriege so ein Unbehagen, weil natürlich die Frage nach Autofiktion ganz oft in diese Richtung geht. So. Und dann ist es natürlich auch so, dass mein Problem mit so Begriffen wie, also zum Beispiel auch mit der Biografie, du hast ja auch am Anfang erwähnt, ich habe ein Problem mit Kurzbiografien, ist nicht nur, weil es nicht, ah ja, das lässt sich einfach eins zu eins irgendwie übereinander legen. Sondern mein Problem ist auch, dass es so tut, als würde es zwei voneinander getrennte Dinge geben. Es gibt so das literarische Ich, Arda, und es gibt das empirische Ich, Nejati. Und die darf man nicht miteinander verwechseln. Oder die Figur und der Autor. Die darf man auch nicht miteinander verwechseln. Was man aber daraus nicht als Konsequenz ziehen sollte, ist, dass das eine Lüge ist und das andere Wahrheit. Bei jedem Text, den du über mich liest, jede Biografie ist auch ein Text. Es ist immer auch eine Konstruktion. Also ich glaube nicht an Identität als so was Festes, was irgendwie Wahrheit ist und da ist und das andere ist irgendwie Literatur und Lüge. Diese beiden Sphären
sind nicht die gleiche, aber sie sind auch nicht so diametral einander gegenübergeordnet, wie wir denken. Und Dennis Udo hat das mal sehr schön bei einem Podium gesagt. Er hat gesagt, das Erzählen, das Erinnern. Aber das Erinnern braucht auch das Erzählen. Und jede Erinnerung ist sofort eine Geschichte und ist sofort Lüge und ist sofort Konstruktion und Text und so weiter. Das heißt, so zu tun, als würde es irgendwie so ein wahrhaftiges Ich geben, was so jenseits der Literatur steht, und Autofiktion macht dann irgendwie aus dem echten Leben, das ist halt Bullshit. So. Hat das jetzt die Frage beantwortet? Auf jeden Fall, und ich weiß nicht, ob du Okay. bekommen hast, wie viele Thumbs up und Smileys und durch den Raum geflogen sind als Zeichen für Zustimmung. Es kamen viele Reaktionen auf die ganzen Aussagen über Autofiktion beim Schreiben aus marginalisierter Sch Sicht versus Ja. Autofiktion, wenn Goethe schreibt. Das wollte ich so mitgeben, falls du das nicht gesehen hast. Alles Und schön. möchte dir vielleicht eine allerletzte Frage stellen. Und möchte vielleicht auch gleich verraten, ich habe die Frage von dir geklaut. Also ich stelle Okay. dir eine Frage, ich hoffe, das erlaubst du mir jetzt, aber ich mache das ja in deiner Anwesenheit. Ich stelle dir eine Frage, die du normalerweise anderen AutorInnen stellst. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass du auch eine Reihe kuratierst, Poetic Justice, und du lädst AutorInnen ein und stellst ihnen unter anderem die Frage, was sie denn beim Schreiben beeinflusst, begleitet, bewegt hat. Und es kann, also du lässt es ganz offen. Du sagst, es kann ein Foto sein, es kann ein Essen sein, es kann eine Straßenecke sein. Du hast ein paar Texte hast du so verraten zwischendurch. Kafka hast du erwähnt, Cassandra hast du erwähnt, vielleicht entweder direkt oder indirekt. Aber ich möchte dir, wie gesagt, die gleiche Frage stellen. Wow, ich frage mich, woher du das weißt, ob du einmal bei Poetic Justice warst oder ob du eine der eingeladenen AutorInnen kennst. Ich habe leider die Info nur im Internet gefunden. Ich wünschte, ich könnte einmal dabei sein. Who knows? Vielleicht klappt es. Ja, gute Frage. Ich glaube, also worüber wir heute zum Beispiel noch gar nicht gesprochen haben, ist Musik. Die für mich immer eine fast genauso große Rolle wie Literatur gespielt hat. Und ich würde zum Beispiel sagen, dass eines der für mich wichtigsten Alben Good Kid, Mad City war von Kendrick Lamar. Das ist wirklich eines der Hip-Hop-Alben. Also ich komme auf eine weirde Art, komme ich immer vom gesprochenen Wort. Sowohl vom Rap als auch vom Theater. Ich komme sozusagen immer sozusagen vom gesprochenen Wort. Und ich glaube, Good Kid, Mad City ist so das erste Album, bei dem ich wirklich angefangen habe, das sozusagen literarisch auch also sozusagen wahrzunehmen. Das nicht nur sozusagen als Musik und als guten Text und als guten Rap wahrzunehmen, sondern zu gucken, okay, was ist eigentlich sozusagen das literarische Potenzial, weil Good Kid, Mad City auch ein bisschen geschrieben ist wie so eine Story. Also es ist ein Konzeptalbum, was auch so eine Geschichte erzählt und so weiter und so weiter. Das war für mich vor allem beim Schreiben des Arthaschs, in dem der Roman basiert, total wichtig. Ja, vielleicht so. Das ist wirklich so. Also wenn ich schreibe, dann habe ich sehr oft, ähnlich wie ich es mir in der Musik vorstelle zumindest, so ein Gefühl im Kopf. Es ist so eine Atmosphäre oder so eine Stimmung oder wie auch immer. Ich nenne das immer Sound. Und ich weiß, am Ende dieses Kapitels will ich dieses Gefühl haben. Manchmal ist das ein Schlag in die Magengrube, den ich sozusagen mitgeben möchte. Manchmal ist das die merkwürdige Stimmung oder wenn einem die Stimme versagt, angesichts von Krankheit oder wie auch immer. Und so weiter und so weiter. Und eigentlich versuche ich das ganze Kapitel, baue ich auf, nur um am Ende dieses Gefühl zu haben, dieses Gefühl herzustellen, dieser Atmosphäre möglichst nahe zu kommen. Und was ich mache, ist natürlich vorher Musik hören. Und dann höre ich Musik, die dieser Stimmung, zu der ich irgendwie hinarbeiten möchte, es ist wie so ein Ton, ganz lange halten oder so. Ich versuche da so hin, mich da so anzunähern, da so hinzukommen. Also es gibt einen Sound im Text, einen Sound zum Text. Es gibt auch übrigens einen Buchtrailer und ich glaube, es gab eben einen Link, der in den Chat gestellt wurde.
Es gibt nämlich in der heutigen Veranstaltung keinen Büchertisch in der Form, wie man den Büchertisch kennt, aber trotzdem eine Verlagsseite, auf der man ganz viel über das Buch, so an Rezensionen etc. lesen kann. Aber es kann das Buch auch dort über die Verlagsseite natürlich auch bestellen und lesen. Ich glaube, es gab heute jede Menge an Inspiration. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, lieber Nejedi, für alle Gedanken und Überlegungen, die du mir und uns mitgegeben hast heute Abend, und freue mich einfach sehr. Ach so, darf auch nicht vergessen zu sagen, dass der nächste Termin für die nächste Lesung mit Thomas Dotton Dreyfus am 23. Super April schön. stattfinden wird. Genau, und es wird eine Aufzeichnung geben. Wer auf jeden Fall, wer noch einmal reinschauen möchte, wird das alles auf der Webseite der Reihe finden. Die Webseite gibt es seit, also heute fing die Lesung um 19 Uhr an. Die Webseite ging um 18 Uhr online. Das heißt, es gab auch einen Link im Chat dazu. Von daher danke an alle, die heute da waren. Und ein großes Dankeschön an Nijedi. Ich glaube, es wird bestimmt im Chat noch einmal einen großen Applaus geben, und von mir sowieso. Vielen, vielen Danke. Dank auch für die Einladung, für dieses schöne Gespräch, für die Moderation. Ich habe mich sehr gefreut. Danke vielmals. Alright. Ciao, ciao. Ciao, ciao.